Mahlzeit, ich bin's, der Dirk. Hi. Und so längere Zeit kein Video gemacht. Heute ist es mal wieder soweit. Juhu. Moment, mal kurz hier einen Ausrichter machen. Folgendes liegt zurzeit an. Ich habe gerade Dragster 1100. Seht das? Sieht gut aus, ne? Dragster 1100. Vergaser offen. Die sind natürlich so, so im Zustand, dass man fast überlegen muss, ob das nochmal was wird. Die hat wohl längere Zeit gestanden. Der Tank war wohl teilweise mit Wasser voll und die Vergaser, wie man sieht, auch. Naja, und weil das erst noch ein bisschen Bedarf hat an Überlegungen, was ich damit überhaupt mache, habe ich zwischenzeitlich RP02 XZR 1300 Vergaser angefangen von Oliver. Die Dinger sind jetzt zerlegt, die kommen gleich ins Ultraschallbad. Keister Kits sind schon da. Morgen werden die dann zusammengebaut und können spätestens Anfang nächster Woche dann wieder auf die Reise gehen zurück zu ihm. Dann sind als nächstes VMAX 1200 Vergaser dran, die da schon liegen. Und Montag werden abgeschickt RP10, also XZR 1300, letzte Vergaserreihe sozusagen. Die sind dann auch demnächst hier, treffen hier ein und werden dann gemacht. Ja, so, will sagen, wer jetzt im Moment was losschickt, ihr müsst also mit einer Woche Vorlauf locker rechnen, bis eure dran sind. Je nachdem, in welcher Reihenfolge die eintreffen, werde ich sie auch bearbeiten. Im Schnitt von dem Datum an, wo sie hier sind, bis dass ich sie wieder abschicke, kann etwa eine Woche vergehen, müsst ihr so grob rechnen. Also 7 bis 10 Tage habt ihr sie etwa zurück, fertig, ne? So als Anhaltspunkt. Das war's dann erst für jetzt. Ich wüsste jetzt nichts weiter, was wichtig wäre. Wie gesagt, jeder Vergasersatz, der hier gemacht wird, kriegt kostenlos meine Doppelschnipselabdeckung für die Gemischschrauben rein. Und wer sie sonst haben will, ohne dass ich hier die Vergaser mache, kann sie auch kaufen für einen Satz plus einen doppelten in Reserve für 15 Euro mit Versand. Gut, Kinders, das war's erst. Der Dirk hier war's. Bis dahin, ne? Tschüssi. Bye, bye.